Seit Jahren kämpft Paris Saint-Germain um eine Verpflichtung von Dele Alli. Nun will PSG im Winter einen neuen Versuch starten, um den Engländer auf Leihbasis zu bekommen. Im Sommer ist man mit ähnlichen Angeboten bei Tottenham Hotspur noch auf taube Ohren gestoßen. Nun sieht Paris jedoch die Chance gekommen, dass die Spurs den 24-Jährigen ziehen lassen. Denn unter José Mourinho ist der Mittelfeldspieler ins Abseits geraten und spielt in dessen Plänen augenscheinlich keine Rolle mehr. Seit der Auftaktniederlage gegen Everton, bei der Alli in der Halbzeit ausgewechselt wurde, lief er nicht einmal mehr in der Startelf eines Premier League-Spiels auf. Da Alli aber unbedingt bei der EM im kommenden Sommer dabei sein will, wird er im Winter wohl einen Wechsel anstreben, um es noch in den Kader von England zu schaffen. Marcus Rashford hat deutlich gemacht, dass er am liebsten seine gesamte Karriere bei seinem Ausbildungsverein Manchester United verbringen würde. Die Verbindung, die ich mit Manchester habe, ist viel größer als nun die letzten 5 Jahre und es wird für mich immer größer sein, wahrscheinlich sogar größer als meine gesamte Karriere, sagte Rashford im Rahmen einer Preisverleihung. Der Verein sei der Grund, dass Rashford Fußballer geworden ist und damit wurde ihm die Chance gegeben, sich selber zu verwirklichen. Ich schaue niemals über Manchester United hinaus. Es würde sich nicht richtig anfühlen, ein anderes Trikot zu tragen, so der 23-Jährige weiter.